Der Flughafen Zürich ist wegen der sich kreuzenden Pisten ein Spezialfall. Ich persönlich kenne keinen anderen Flugplatz, der ein ähnlich komplexes Pistenlayout hat. Flugplätze, die später gebaut worden sind, haben meistens Parallelpisten. Die kreuzenden Pisten, die fordern natürlich unsere volle Aufmerksamkeit, dass wir die Sicherheit gewährleisten können. Wenn wir da irgendwo eine Chance haben, zum Komplexität zu reduzieren mit der Infrastruktur, dann sollten wir die Chance nutzen. Das Pistensystem am Flughafen Zürich ist historisch gewachsen. Das würde man heute nicht mehr so planen. In der Anfangsphase hat man es mehrfach angepasst an die ändernden Bedingungen der Luftfahrt, namentlich mit der Einführung des Jetzeitalters. Jetzt hat man aber bald 50 Jahre nichts mehr geändert am Pistensystem, trotz wachsender Bedürfnisse hinsichtlich Sicherheit und Anforderungen nach den internationalen Normen. Wenn das Flugzeug schwer und die Piste nass ist, dann brauchen wir sowohl zum Landen als auch zum Starten lange Pisten. Zusätzlich wird durch die Verlängerung von Piste 32 die Rollzeit für Langstreckenflugzeuge verkürzt. Wir können nämlich vom Dock E direkt auf Piste 32 starten. Durch das fällt der lange Weg zu Piste 34 weg. Kurz gesagt, resultieren durch das kürzere Rollzeiten und weniger Pistenkreuzungen. Wir haben in Zürich die längste Nachtflugsperre von Europa. Wir können nicht einfach machen, was wir wollen, sondern wir haben ein Betriebsreglement, das uns genau vorgibt, zu welcher Zeit wir auf welche Pisten anfliegen dürfen. Und selbstverständlich hat das Wetter hier einen grossen Einfluss. Wenn wir von Osten her anfliegen müssen, auf die kürzeste Piste, dann können das nicht alle Flugzeuge akzeptieren. Und die Flugzeuge, die dann eine längere Piste brauchen, die müssen dann von Süden her anfliegen. Das bringt Unruhe und Komplexität ins System und führt natürlich zu Verspätungen. Auch bei den Starts gibt es dank der verlängerten Piste weniger Verspätungen, weniger Kreuzungspunkte am Boden und in der Luft. Konkret geplant sind die Verlängerungen der Pisten 28 und 32 und 400, respektive 280 Meter. Damit können wir die Sicherheitsmargen erhöhen. Wir erhöhen damit aber nicht die Kapazität, sondern wir erhöhen die Verlässlichkeit und Planbarkeit der geplanten Betriebskonzepte. Und damit auch die Pünktlichkeit. Und wenn wir am Abend pünktlicher aufhören können, dann dient das auch am Lärmschutz der betroffenen Bevölkerung um den Flughafen Zürich. Pistenverlängerungen haben für Pilotinnen und Piloten nur Vorteile. Meine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen und ich erleben tagtäglich, wie ein enge Korsett am Flughafen Zürich und in der Umgebung einen Einfluss auf unsere Arbeit hat. Sicher werden die Pistenverlängerungen nicht alle Herausforderungen am Flughafen Zürich ausgleichen können. Aber die Komplexität wird deutlich abnehmen und die Flugsicherheit steigen. Und wenn es um die Sicherheit geht, sollte man keinen Kompromiss machen. Aus Fluglotsensicht bringen die verlängerten Pisten nur Vorteile. Es gibt weniger Kreuzungen am Boden und in der Luft und die kurzfristigen Umstellungen von den Anflugkonzepten fallen praktisch ganz weg. Das Projekt kostet rund 250 Millionen Franken. Das wird vollumfänglich durch die Flughafen Zürich AG finanziert. Es braucht keine öffentlichen Steuergelder. Als Flughafen Zürich erfüllen wir den Bundesauftrag, die Schweiz an die wichtigsten Zentren weltweit anzubinden. Dafür stehen jeden Tag Tausende von Mitarbeitenden im Einsatz mit grossem Engagement, dass wir dem Auftrag gerecht werden. Dabei steht die Sicherheit immer an erster Stelle. Und das soll auch für die zukünftigen Generationen so bleiben.